Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus Me and My Friend in a Country Projekt zusammen mit dem Herrn Julian Seidebacher. Hallo, hallo. Jo, wie sind wir da noch am Pflügen und am Grubern? Jo, immer fleißig. Wir schauen. So, aber ich muss kurz. Wohin? Der Herr Seidebacher wird euch kurz einmal unterhalten. Okay. Jo, Leute, wir sind immer noch fleißig am Pflügen. Aufs größere Feld. Dann gibt's auch vielleicht mal ein bisschen mehr. Müssen wir das Sojabohnen jetzt noch verkaufen? Verdienen wir noch ein bisschen Geld? So. So. Kann ich damit gleich schon mal sehen, in der Zeit, wo ich den Flug wieder zurückbringe? Achso, ich habe auch noch eine Rechnung. Vom Lohnannehmer. Bezahle ich aber, wenn er wieder da ist. Hä? So, haben wir das auch wieder geschafft. Wir müssen dringend uns mal ein paar Felder pachten. Nur der Bürgermeister ist aktuell auf Geschäftsreise. Ach ja, Jungs. Ma, hey, wie tut denn der wieder arbeiten, da? Alter, was ist los? Was denn? Jala, jala. Nix, jala, jala. Ja, mach mal, jala, jala. Jala, jala. Erzähl uns ein bisschen eine Geschichte. Ja, erzähl mal. Ach nicht, was gibt's Neues? Erzähl ein bisschen aus dem Real Life. Ja, erzähl mal ein bisschen. Bei dir ich so, wie es läuft. Dich gefragt aber noch, ja. Wo warst du denn gerade? Am stillen Örtchen. Nee. Hast du wohl aufs Feld gepisst, willst du mich verarschen? Seller Dünger. Ja, ich glaub's auch Dünger. Jetzt verpässe mir das Feld. Ich hab gerade eben schon gesagt, wir müssen eigentlich, wenn der Bürgermeister von den Geschäftsreisen wiederkommt, mal ein bisschen ein paar Felder pachten. Mhm. Ja. Mit unserem Mikrofeld da. Ja. Das ist so geil. Hallo, bitte hinterfahren. Was ist denn da schon wieder? Aha, jetzt geht's. Meine Güte, ey. Was ist denn jetzt wieder? Ach, alles gut. Alter, das fällt das, gell? So scheiße. Muss gleich mal runterkommen, mich abholen. Oder ich. Fahr doch mit Mahindra.
Hast du ihn auch noch stehen lassen? Hä? Ah, na, der steht daheim. Weißt schon. Ja, deswegen. Nach Hause laufen hatte ich jetzt keinen Bock. Ja, Sport. Ja, ja, ich glaub's auch. Was immer gesagt? Was? Sport. Was damit? Ich hab gesagt, dass du mal ein bisschen Sport machen solltest. Wieso ich? Ja, das fragst du noch. Laut wird auch noch kleiner. Ja, Dominik. Ich muss es leider so ehrlich sagen. Wir kennen uns auch schon ein bisschen, aber. Der Herr vom Elu mit den Steiner klärt gerade auf unseren Hof. Was? Den Steiner-Anhänger, den du da früher geholt hast, den lehrt er gerade bei uns auf dem Hof. Wie, den lehrt er gerade bei uns auf dem Hof? Ja. Alter, vor allem geh mal zu dem und sag den Junge, was soll die Scheiße? Und fahr ich dem gleich hier alles kaputt? Jetzt hat er schon aufgeklärt, du. Ja, lauf doch schnell hinterher! Er ist schon wieder beim Wegfahren. Ey, Alter. Ja, ruf ihn halt am an, du hast das Telefon. Aber mach auf Lautsprecher, bitte. Ja. Wie viel sind das? Was, wie viel sind das? Keine Ahnung, wir haben ja nicht die Fläche gemacht, wir haben ja nur erweitert. Aber so. Sie können die Fläche aber angeben. Ja, dann mach, ja, warte. Haben Sie hier... Welcher Hof ist neu, wa? Hof Julian und Dominik. Welches Feld war das? Bezeichnung. Na klar, das 63. Jo, die Rechnung soll draußen sein. Okay. Achtung, ist ein hoher Preis. Alter, nicht so teuer. Zahle Rechnung. Jo. Mal andere Frage. Jo. Ist zwar schön und gut, dass ihr an unseren Hof denkt, aber seit wann sind wir denn eine Ablage für Steine? Was? Ja, hatte mein Kollege erzählt. Ne, ich bin nur vorbeigefahren, ich hab die Steine zum Steine-Ding über. Ja, Dominik, was laberst du denn für eine Scheiße? Dominik? Dominik? Will der mich verarschen oder was? Dann tut es mir auf jeden Fall leid, Herr Wolf. Also, ja, das dann hatte Dominik irgendwie heute wieder einen zu viele. Junge. Jetzt hast du wirklich den Schiss in der Buchse und erzähl mir, dass du das Scheiße gelabert hast. Okay, gucken Sie, das ist... Was? Ich hab nichts gesagt. Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast gesagt, der lebt bei uns die Steine auf dem Hof ab. Nein, hab ich nicht gesagt. Doch, hast du. Majo, ich wollte nur einen Spaß machen. Ich weiß nicht, wo du immer sitzt, Alter. Du verstehst ja keinen Spaß. Erzähl halt einmal was. Das ist ein Spaß, willst du mich verarschen? Jetzt muss ich hier den Herr Wolf ohne Gründe anschnauzen. Du, ey, du. Ja, du. Du tust euch das Feld mit per Hand sehen. Na. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Ausland und tut mir nochmal leid wegen der Beschuldigung. Ja. Dann bis dann. Jo, tschüss.
da. Hast du einen Asthmaunfall, oder? Junge, hast du irgendwie einen Arsch offen oder so? Wieso? Junge, jetzt muss ich den ohne Grund anschreien. Zu verarschen. Nur weil du dir einen Spaß erlauben wolltest. Ich hoffe, du bist auf dem Weg da runter zum Hof. Na, wieso? Ich tue gerade da fertig drüber. Dann hab ich gerade eben gesagt. Ich bin auf dem Weg. Warten Sie mal 2 Minuten. Junge. Und hab ich das noch verdient? Ich kann mich nicht teilen, ich muss doch fertig grubbern. Und hab ich das noch verdient? Ich bin auf dem Weg. Ich hoffe es, ich bin schon um halb am Lauf. Warte, 93, tut mir leid. Oh Mann! Ey, bist du jetzt auf dem Weg? Ja. Alter, ich bin gleich schon da am Hof, ey, wenn du weiter jetzt so langsam fährst. Junge, du fährst wie eine besenkte Sau. Hä? Ah, du weißt ja. Du fährst wie eine besenkte Sau, wirklich, das ist tschüss. Unfassbar. Alter, geil. Wenn du gleich nicht zurückkommst, ich sag's dir, dann lernst du dein Bobbycar gleich mal von unten kennen. Ja, jetzt schnauzen wir wieder geil. Jetzt fahr. Oh, Gina Moll. Fahren sollst du. Du hochmäßiger Klappspaten. Wie bitte? Das war Spaß. Ja, das war Spaß. Wir müssen mal so einen teambildenden Tag machen. Da wollen wir uns besser kennenlernen. Oh, was soll ich? Ein Tag machen, wo wir teambildende Maßnahmen machen. Teambildende Maßnahmen? Ja. Das überlebe ich, glaube ich, nicht. Wieso? Vertraust du mir nicht, ha? Nee, das überlebe ich nervlich nicht mit dir. Okay. Ja. Wo soll man denn so eine teambildende Maßnahme machen? Was denn? Da irgendwo im Wald, das eine Challenge machen. Wald. Ja. Ach du alle Welt. Ha. Pass auf, Schubkarre. Ja. Ja. Bist ja fertig mit Grubbern. Also so gut wie ja fertig. Den Rest darfst du machen. Was? Den Rest darfst du machen. Glaub's auch. Du kannst es ansehen. Und ich habe einen Düngestreuer. Scheiße. Ich die Bond dann. Wir brauchen Kalk. Erstmal nicht das neue ansehen, nur das alte Feld. Ich muss okay. Mir irgendwo einen Kalkstreuer organisieren. So, meine lieben Freunde, das war's dann erst einmal wieder mit der Folge.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst euch gerne eine Bewertung da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Sauber. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.